Meine allerliebsten Freunde, herzlich willkommen zurück hier auf dem besten Kanal auf YouTube. Ich hab da keine Zeit. Ihr wisst, wie das Intro ist. Auf jeden Fall hat mich gerade ein Zuschauer auf Instagram auf etwas hingewiesen, was mir vorher gar nicht aufgefallen ist. Wie ihr wisst, auf diesem Kanal wird ja sehr viel Reaction-Analysen von Deutsch-Hip-Hop gemacht, aber auch von K-Pop. So, jetzt kann ich endlich beide Welten mal so richtig... miteinander verbinden lassen, zeigen hier, so, hier nochmal in Erinnerung daran, was man auf Instagram vielleicht mal abonnieren sollte. Sieht man es überhaupt? Ja, fast. So, und zwar, es ist ja schon ein bisschen ältere Nummer, Samra und Kapi haben ja den Song Huracan rausgebracht. Alter, es wird 12,5 Millionen Views. Krank. Das ist gerade mal 1,5 Monate alt. Das ist auf jeden Fall eine Leistung. Respekt dafür. So, aber eigentlich wollte ich auf was anderes hinaus. Hier, die Melodie. Ich dachte, okay, das ist die Melodie. So, jetzt nochmal. 20 Stunden. Kommen dann die Akkorde hinzu, diese Pads hier. Die Hupe in einem Huracan. Und der Koffer ist Havana. Mit der Idee am Arm. Das sind die Akkorde, die wir hier gut hören. Und auch die Drums dann hier so low cut reinspielen. So, das, jetzt hat man das Ganze dann aber auch eine Oktave höher, meine ich. Genau. Hier. Und der Kampf aus Savanna. Mit der Date am Arm in der U-Bahn fahren. Guck mal, diese Ukraine. So, ihr kennt den Song, bestimmt. So, und jetzt hat mich ein Zuschauer darauf hingewiesen. Und ich habe eigentlich schon eine Reaction auf den Song gemacht, aber ich glaube, irgendwann auch schon wieder ein bisschen her. Hat das aber gar nicht mehr auf dem Schirm. Und zwar die K-Pop-Gruppe Dreamcatcher hat hier einen Song, Piri heißt er, der ist vom 13.02.2019. Und jetzt hört euch das mal an. Das nicht? Oh! Oh! Ja, und da wird es ein bisschen anders. Aber die der hier? Ja, der auch. Und der letzte? Der ist ein bisschen anders. So, ja, krass. War ich vollkommen überrascht und irgendwie auch fand ich es cool, dass es anscheinend auch welche gibt, die ein bisschen Richtung Korea kommen, um sich da, ich sag mal, Inspiration zu holen, was hier musikalisch ist. Ich sag ja jedes Mal, ey Leute, ich mach die K-Pop-Reactions aus schon bestimmten Gründen. Man ist da einfach nochmal neu inspiriert. Die machen sehr, sehr krasse Sachen, sehr, sehr krasse Produktionen. Finde ich witzig, dass ich da scheinbar nicht der Einzige bin. Ich habe zwar bisher mich noch nicht so stark von einem K-Pop-Song inspirieren lassen, aber fand ich cool. Also hier produced by Lucas Piano, Greco Bizarre und Joker F. Das, also es ist aber schon sehr, sehr nah dran. Ich weiß nicht, ob man da eigentlich schon fast eine Clearance braucht für das Nachgespielte, für das Sample, weil ich weiß nicht, ob sie es rausgesampelt haben oder nachgespielt haben. Es klingt sehr, sehr ähnlich und dadurch, dass es ist auf jeden Fall eine Melodie, es ist kein Akkord, das heißt, es ist urheberrechtlich geschützt und dann ist diese Melodie auch noch, sind das drei Töne, also aufeinanderfolgende Töne, mehr als drei oder sogar mehr als zwei, sagen wir es mal so, da gibt es auch nochmal Streitereien, wie viel das sein müssen, aber auf jeden Fall gab es schon richterliche Entscheidung, dass es auch zwei Tonfolgen schon reichen können, um es als Melodie anerkennen zu lassen und das Ganze dann urheberrechtlich zu schützen. Sehr interessanter Fall. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade hier irgendwas ganz groß aufdecke oder nicht. Ich sehe es mal als Inspiration oder dass Sie es vielleicht als Sample gesehen haben. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das seht, ob ihr das ein bisschen zu nah aneinander findet oder nicht. Und naja, wie überraschend ihr es vor allen Dingen fandet. Ich lasse mal das ganz kurz anspielen. Es ist schon sehr nah. Der ist der letzte. Und Araber, mal diese Ukrainer und Araber. 20 Starbi Hupa in einem Huracan. Und der Kopf aus Havana. Mit Day Date am Arm in der U-Bahn fahren. Guck mal, diese Ukrainer und Araber.
Der letzte ist wirklich anders, weil der ist dann wieder erst. Also, naja, gut, es ist trotzdem, naja, okay. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, lasst gerne Abo da. Nicht vergessen, Glöckchen an für den Ehrenmann. Achso, ich habe fast was vergessen. Und zwar Thumbnail Time. Mein schockiertes Gesicht. Das ist ja auf jeden Fall eine Schock. Ich habe das gerade eben, wirklich gerade eben hier auf dem Handy erst gelesen. Grüße gehen raus an der junge Mann, heißt Memo Official. Ja, du hast mich in den Kommentaren unter meinem Bild auf Instagram drauf aufmerksam gemacht. Vielen, vielen Dank. Leute, ihr wisst, ich habe für sowas immer ein Auge und ein Öhrchen offen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video und tschüss.